CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Das deutsche Asylrecht wurde im Zuge der hohen Migration der Jahre 2015 und 2016 schon massiv angepasst und verschärft. Wenn ich das jetzt alles vorlesen würde, wird die Zeit der Rede nicht ausreichen. Deshalb nur exemplarisch. Beschleunigung von Asyl- und Gerichtsverfahren. Zur Vermeidung von Fehlanreizen durch Reduzierung der Geldleistungen und Wechsel zu Sachleistungen. Die Einstufung der 6 Westbalkanländer als sichere Herkunftsstaaten. Den Abbau von Abschiebungshindernissen. Die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte, die Verschärfung des Ausweisungsrechts für straffällige Asylbewerber, das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, einschließlich der Möglichkeit, Gefährder einfacher in Abschiebehaft zu nehmen. Lassen Sie mich an dieser Stelle aber gleich eins klar betonen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich uneingeschränkt zu dem Schutz von verfolgten Menschen, seien es Asylberechtigte, seien es Menschen, die Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention verdient haben, oder seien es subsidiär Schutzberechtigte. Aber eins ist genauso klar: Die Integrationsfähigkeit Europas und Deutschlands ist begrenzt. Unsere Kapazitäten dürfen nur den Menschen zugutekommen, die auch tatsächlich verfolgt sind und die nicht aus asylfremden Gründen zu uns kommen. Und eins ganz klar nochmal: Das Asylrecht dient nur dem Schutz von Menschen, die verfolgt sind, und ist kein Instrument der Zuwanderung. Und wenn es alleine nach der Union ginge, dann wären die 3 genannten Maghreb-Staaten ja schon längst als sichere Herkunftsstaaten eingestuft. Aber die Grünen haben ja bekanntlich diesen Vorschlag blockiert im Bundesrat. Und grundsätzlich ist der Vorschlag der FDP natürlich zu begrüßen. Aber der vorgelegte Gesetzentwurf ist zurzeit für die Union aus 2 Gründen nicht zustimmungsfähig. Zunächst nutzen sie veraltete Fakten und nehmen Bezug auf alte Lageberichte des Auswärtigen Amtes vom 25. Januar 2016. Mittlerweile gibt es aber für Marokko bereits einen aktuellen Lagebericht vom 14. Februar 2018. Für die beiden anderen Länder gibt es zwar Lageberichte, aber die sind ein Jahr alt. Die müssten auch erneuert werden. Und wir müssen auch deshalb genau hinschauen, weil sich die Gesamtschutzquoten der 3 Länder erhöht haben. Und zwar von 2015 bis 2017 bei Algerien von 0,98% auf jetzt 3,3%, bei Marokko von 2,29% auf jetzt 6% und bei Tunesien von 0% auf jetzt 3,1%. Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass wir die aktuelle Datenlage zugrunde legen und unseren Entscheidungsspielraum als Gesetzgeber auch richtig ausschöpfen. Sonst wäre das Gesetz verfassungswidrig. Und dann gibt es noch einen zweiten Gesichtspunkt. Sie kennen alle den Koalitionsvertrag, der hoffentlich ab Sonntag dann auch gültig wird. Die beiden Koalitionsparteien wollen natürlich nicht nur die Maghreb-Staaten berücksichtigen, sondern auch andere Länder, deren Schutzquote bei unter 5% liegt. Und es macht auch hier Sinn, kein Stückwerk zu machen, sondern ein Gesetz aus einem Guss. Und unabhängig von den Maßnahmen, die wir jetzt hier auf den Weg bringen, ist doch eins festzustellen: Die aktuelle Rechtslage verhindert nicht, dass Menschen ohne Schutzanspruch, teilweise zum wiederholten Male, teilweise mit gefälschten Papieren, teilweise ohne Ausweispapiere nach Deutschland einreisen können und ins Landesinnere verteilt werden. Alleine dieser Umstand stellt einen großen Anziehungseffekt dar. Deshalb freue ich mich, dass der Koalitionsvertrag sogenannte Ankereinrichtungen vorsieht, in denen das gesamte Asylverfahren und später die Verteilung auf die Kommunen oder die Rückführung durchgeführt werden soll.
Aber, meine Damen und Herren, diese Einrichtungen machen erst dann einen gesteigerten Sinn, wenn Personen ohne Bleibeperspektive einer strengen Residenzpflicht unterliegen und in diesen Einrichtungen verbleiben müssen, damit sie von hier auch zurückgeführt werden können. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg? Gerne im Anschluss. Ich wollte nur noch den einen Gedanken ausführen. Lassen Sie uns im Interesse der Aufnahme- und Integrationskapazität unseres Landes hieran arbeiten. Vielen Dank. Herr Seif, Sie hatten ja gesagt, dass die Verhältnisse von 15 und 16 sich nicht wiederholen, sinngemäß. Geben Sie damit mir recht, dass diese Zustände damals durch Ihre Partei und andere verursacht worden sind, die viel Leid auf die Menschen in Deutschland gebracht haben und dass die Demonstrationen gegen diese Politik von Ihnen somit berechtigt waren? Vielen Dank für die Frage. Ich habe diese Aussage so nicht getätigt, wie Sie gesagt haben. Aber sie gibt mir die Gelegenheit, doch mal festzustellen, dass wir in dieser Welt einen riesen Migrationsdruck haben, durch verschiedenste Ursachen. Und Sie wollen doch nicht erklären, dass hier in Deutschland irgendein Politiker am Syrienkrieg und der Migration, an den Auseinandersetzungen im Irak und der dortigen Migration oder an der Migration aus Zentralafrika schuld ist. Das müssen Sie schon mal vorweg sagen. Und seit 2015, 2016, ich habe einige Details aufgeführt, ist unwahrscheinlich viel unternommen worden. Und Sie dürfen hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Sie sollten Ihr Herz immer noch in der Brust tragen und auch Verständnis für Menschen haben, die verfolgt sind. Und diese Fragestellung zeigt mir schon wieder, dass Sie das Herz nicht an der richtigen Stelle tragen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Professor Castellucci von der SPD-Fraktion.